Was? So. Ja. Das sind, nee, das ist Steinkohle. Steinkohle ist das. Da siehst du auch den Qualm von der Dampflok. Du riechst das auch. เหม็นทานเลยนะคะได้กลิ่นทานที่ใหม่ Ja, das ist so ganz typisch, wenn irgendwo Kohle verbrannt wird.Da ist dieser schwefelig. ตอนนี้ได้ยินเสียงรถไฟเสียงจริงนะคะรถไฟถ่านหินของจริง Ja, da gibt's auch den Qualm, ne? Da kommt immer wieder Qualm. ก็มีอาหารขายนิดหน่อยค่ะมีเค้กมีไส้กรอกแต่เราไม่อยากกินไส้กรอกไม่อยากกินขนมปังบนนั้นเค้กไปไหนหาของกินNext. Oh.
wir wieder da. Aber glaube ich noch mal ein Foto von vorne hier mit der Dampflok. Komm her, Mama. Gehen wir zum Bus und fahren wieder nach Hause. Zur Bahn, Lisa. Zur Bahn, Lisa. Tschüss. Ja, ja, Mama komm. Mama komm. Oh, hey, mehr benannt. Tschüss. Ja, komm. Überfüllte rote Maschine fährt da jetzt gleich raus. Mit warten. So, guck mal, der ist ganz entspannt. Der ist bei der Arbeit ein Eis. Als der Umlauf. So, und jetzt kommt da die kleine rote Diesel. Man glaubt gar nicht, wie viele Mal Leute man in so einen kleinen roten Kasten reinbekommt. Ja? So eine Mini, so ein Mini Diesel. Und ich vermute jetzt gleich, ja, fährt die Drehscheibe wieder los. Und wahrscheinlich steht der Papa genau auf dem Gleis. Verriegelt und jetzt kann die kleine Diesellok losfahren. Das ist eigentlich eine Draisine. Ein Benziner? Okay. Ja, eine Draisine mit Petermotor. Wird Benzin. Guck dir das an. Das fährt auf die Schiene. Ja. Ah, jetzt kommt Felix. Okay. Müssen wir mal kurz zurücktreten, Felix? Jetzt die große Lampe. Ja, ja. Einfacher nur einen Tank zu haben als zwei. Der hat ja zwei Motoren. Der hat auch zwei Getriebe. Der hat zwei LKW-Getriebe drin und deshalb. Aber das ist vielleicht noch komfortabler als in Thailand die dritte Klasse, ne? Ja. Die dritte Klasse in Thailand ist wahrscheinlich Holz, oder? Nehmen wir schon sagen, von Mường Thai. Aber wir müssen irgendwann mal von Vatthananakorn nach Bangkok mit dem Zug fahren. Tor. Spezial los, da fällt alles auf die Schiene.
Thank you.